Herzlich willkommen zurück bei World of Tanks. Heute ist wieder was Schönes, zumindest für mich. Wir werden heute den Stufe 4 Panzer kaufen. Ich habe fleißig weiter den Anfängerguide von Maus Akrobat geguckt. Und ich hoffe, dass es bisher so läuft wie am Anfang, weil war ja gar nicht schlecht. Also overall denke ich, lief's gut. Auch wenn ich ein paar der Matches ganz offensichtlich richtig verkackt habe. Naja, jetzt versuche ich mich mal genau an alles zu erinnern, was wir machen müssen. Als erstes, das Beste, wir kaufen den Panzer. Ohne Besatzung, kaufen. Der T6 Medium, ist er nicht wunderschön? Ich finde schon. Oder auch nicht. Also doch. Doch, ich freue mich. Jetzt müssen wir die Crew in die Kaserne schicken. Das lagern wir ein. Das auch. So. Die Härtung hat da drauf gelassen. Und dann gehen wir jetzt hier hin. Wenn ich jetzt immer ein bisschen zögere, versuche ich mich halt genau dran zu erinnern, was er gemacht hat. Da gönnen wir uns jetzt mit 200 Gold ein. Was ist das? Ladeschütze? Und gehen bei dem auf Reparatur. Jetzt müssen wir die anderen noch was hier? Oh, hätte ich vielleicht erst das machen müssen? Nö. Okay. Umschulen. So, jetzt haben wir schon mal eine Crew. Zubehör. Die Gewichtung. Das kostenlose Tarnnetz. Und die Optik. Obwohl man hier vielleicht auch die Härtung von dem anderen nehmen könnte. Weiß ich nicht. Aber wir machen es jetzt erstmal so, wie wir es gesehen haben. Munition. Wir nehmen da mal 7 Schuss auch mit. Anwenden. Ah ja, Verbrauchsmaterial. Kleine Erste-Hilfe-Kasten. Kleines Reparaturset. Und der große Feuerlöscher. Anwenden. Habe ich jetzt alles gemacht? Kurz nachdenken, kurz überlegen. Ich denke schon. Ich denke schon. Und dann gucken wir mal, wie es auf Stufe 4 läuft. Ich hoffe zumindest annähernd so erfolgreich wie auf Stufe 3. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich habe immer noch 3 Tage Premium. Obwohl der nächste Tag ist. Ich weiß nicht, wann das umspringt auf 2 Tage.
Ich habe zwischendurch schon geschlafen. Nicht lange, aber ich habe geschlafen. Gut, die Karte kennen wir. Fünfer. Aber hier gibt es jetzt keine Bots mehr, wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, wir fahren wieder da auf die rechte Seite. Da sind wir bisher gut mitgefahren. Meistens. Da bin ich gespannt, wie lange es dauert, unsere Crew jetzt wieder auf 100% zu bekommen. Wow, der Zielkreis ist ja gigantisch. Er hat keine Lust. Warum? Was übersehe ich? Ich dachte, der. Da wollte ich gerade noch sagen, oh, ich gehe gar nicht auf. Und dann ist es passiert. Stehen alle da oben zwischen diesen Häusern auf einem Fleck. Die anderen komme ich nicht dran. Fühlt sich gerade nicht gut an, hier zu stehen. Man fühlt sich fehl am Platze. Und am liebsten möchte man jetzt schon wieder vorsprinten. Wir versuchen. Schießen daneben. Ja, das Gefecht läuft gerade wirklich an mir vorbei.
solange er mich ignoriert. Nehme den Schaden noch mit. Das war jetzt nicht gut. Oh Mann. Oh Mann. Uff. Ja. Ich glaube, das war nicht ganz so toll. War das jetzt echt auch wieder ein Bot? Nein. Ah, 639 Schaden sind es noch geworden, ein Kill. Wenn es das Team jetzt noch einen Sieg holt, war es ja kein Totalausfall. Aber schon faszinierend. Mal ist man total übermotiviert und dann beim nächsten Mal steht man rum und weiß man nicht, was man mit sich machen soll. Das ist es wohl, was man einen Anfänger nennt. Ich war da gerade überhaupt nicht sicher, was ich machen sollte. Es wird ein Sieg. Sehr schön. Da wollen wir nicht meckern, oder? Also ich zumindest nicht. War kein Glanzstück, das Match, aber gewonnen. Dritter Klasse. Noch ein Auftrag hier abgeschlossen. Und so schlecht waren wir ja gar nicht. So, ich glaube, wir können jetzt die Ketten erforschen. Jawohl. Dann machen wir das auch direkt. Und schon haben wir den T6 ein wenig verbessert. Okay, weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Find's jetzt schon am Anfang immer noch spannend, welche Karte man kriegt. Nimm mal an, hinterher ist einem das egal, welcher Map man spielt. Man hat vielleicht so seine Lieblinge, aber jetzt so für mich sind alle Karten noch mehr oder weniger komplett neu. Während wir warten, Schluck Kaffee. Lecker. Ich hoffe, ich schmatze jetzt hier nicht ins Mikrofon. Ja. Es ist schon 11 Uhr. Leute sollten doch wach sein. Und spielen wollen. Ja, ich werde heute auch. Ich weiß noch nicht, wie viele Gefechte ich mache. Okay, auch hier werden die Teams nicht voll.
Lakeville, eigentlich meine Lieblingsmap. Egal im Gefecht, was gut lief. Aber über dieses Gefecht freue ich mich immer noch. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal ein Gefecht habe, wo ich mehr Abschüsse schaffe. Als die 8 auf Stufe 3. Vielleicht kriegen wir für den Panzer auch wieder so einen schicken Aufkleber. Rechte Maus, das war. Drehe ich meinen Turm nicht. Die meisten fahren wieder dahin. Ganz komisch. Und es fährt wieder keiner in die Mitte rein. Ich bleib erstmal hier. Bis ich weiß, was in der Stadt passiert. Oder ob hier vielleicht einer versucht, sich durchzuschleichen. Ab da sollte ich die sehen. Nee, wir fahren auch in die Stadt. Wenn da einer kommt, da stehen ja genug. Oder auch nicht. Ich will jetzt hier nicht sinnlos rumstehen. Ist wirklich sehr schwierig zu sagen, was man macht. Gerade auf den Chat geguckt, aber eine Sprache, die ich nicht kenne. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich im Gefecht auf den Chat geguckt habe. Ich bin da ein bisschen überfordert noch. Ich versuche, so oft es geht, auf die Minimap zu gucken. Nicht so viel in der Schützenansicht rumzufahren. So, wo sind die Gegner? Jetzt kommt ein BT-7 von hinten. Jetzt ehrlich sein Herz. Wo ist er? Da unten. Ich glaube, der hat seinen. Falling back already. Bei. Oh nein. Irgendjemand steht da. Der BT-7 ist da unten echt weggekommen. Wahnsinn. Ich nehme an, dass da weiter hinten einer steht. Na, tut der mir den Gefallen und fährt zurück? Er fährt rückwärts. Okay. Könnte mir doch mal einer hier schön in den Schuss reinfahren. Ich glaube, die wollen nicht. Okay, das ist nicht. Ich würde gerade sagen, ihm zu helfen, aber. Ich würde gerne mal schießen. Ich bin ja ganz ehrlich, ich würde gerne mal schießen.
sehe ich denn die? Ich dachte, da wäre vielleicht ein Zaun oder so. Da ist ein fettes Haus. Und ein Panzerwrack. Oh, der eine. So. Hat jetzt nichts gebracht. Och mein Gott. Bitte. Ich weiß nicht. Bin ich übermotiviert? Ich weiß nicht, woran es liegt. Und einfach der Versuch, nichts falsch zu machen. Dass alles falsch läuft. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Ich habe schon zu viel von meinen Lebenspunkten verloren. Bleib da einfach stehen. Und jetzt sehen. Jawohl. Das war die Rache. Ach, der Valentine schießt jetzt diese verbesserte Munition. So lange zum Einzielen. Och. Ich habe Angst, dass der Valentine mich jetzt von oben beschießt. Gegner sind in unserer Basis, aber da steht noch zwei. Oh nein. Das war einfach nur lucky. Ich habe einfach nur abgedrückt, gehofft, ich treffe. Versuchen wir. AMX dazu kriegen. Na, verdammt. Oh, Mann, komm. Oh, was war das denn wieder? Oh, jetzt kommt der Valentine. Jetzt wieder ein Bot? Sind das die mit dem Doppelpunkt sind doch Bots, oder? Hm.
gerade wo es anfing, besser zu laufen, ist man kaputt. Weil man am Anfang zu viele, was heißt man, ich, zu viele Lebenspunkte weggeschmissen hat. Was ist jetzt, wenn der kaputt ist, dann haben wir nur noch Bots oder was? Ja klar, ich helfe dir. Habe ich gesehen, wie du mir geholfen hast? Hättest dich für mich opfern können. Ah. Der Panzer ist schon hässlich. In einem Western. Ich glaube, der Amix ist jetzt kaputt. Mensch, wie überraschend. Ich drehe dem Gegner auch noch mal den Hintern hin. Ich habe eine Vermutung. Es geht weiter, wie es gestern aufgehört hat. Ein Sieg, eine Niederlage. Peter 515 versteckt sich. Und sagt, jemand soll die Basis erobern. Wer soll denn die Basis erobern? Okay. Jetzt klickt er noch wild auf der Minimap. Faszinierend. Oder wollte er sagen, dass er jetzt die Basis erobert? Vielleicht. Was passiert denn eigentlich dahin? Nicht wirklich viel. Vielleicht haben wir auch unser erstes Unentschieden. Ich erobere die Basis. Okay. Aber wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dauert das nicht länger als 1 Minute 35, bis der da ist. Ich bin wirklich kein Profi, aber ich verstehe nicht, was hier passiert. Ja, 1 Minute 10 jetzt noch zum Erobern und noch 53 Sekunden Zeit. Das kann wohl nicht klappen. Der Wellenteil macht gar nichts mehr anscheinend. Oder ja, das muss doch ein Spieler sein. Der hat doch eine Tarnung drauf. Naja, vielleicht bedeuten die Doppelpunkte was anderes. Ich weiß nicht. Das
sollte ein Unentschieden sein. Das erste Unentschieden, was ich hier habe. Fühlt sich trotzdem an wie eine Niederlage. Aber der Weltheim kann ja auch kein Bot gewesen sein. Weil der hat Premium-Munition geschossen. Macht Bots sowas? Ich denke nicht. Ich glaube, ich liege da völlig falsch mit den Doppelpunkten. Dass das Bots sind. Ich glaube, das hat irgendwas anderes zu bedeuten. Oh, oder doch? Der hat keinen Wehrpass, also es ist doch ein Bot. Ja, doch. Okay. 86% sind wir wieder. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten. Ciao!